Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, ich drehe das Video vor. Wir haben es heute Montag. Ja, ich bin komplett am Stissel, was das Vordrehen der Videos angeht. Aber ich habe so geile Laune, Digga. Weil die Dummheit der Menschen mal wieder gezeigt hat, dass ich jetzt gerade eine WhatsApp-Nachricht bekomme. Wie dem auch sei, Freunde, wir ziehen uns heute, wo haben wir den Tabak überhaupt? Ist ja wieder perfekt hier vorbereitet. Wir ziehen uns heute, haben wir hier den richtigen? Nein, leider nicht. Wir haben noch ein Döschen, haben wir hier den richtigen? Nein, leider nicht. Wir haben hier jetzt den richtigen. Und zwar hast du mein Focus Baby, ich hoffe ja. Wir haben heute den Holster Ice Bomb. Und da bin ich gespannt, was diese Eisbombe sagt. Ja, der Nino meinte, Bruder, der ist schon nicht schlecht. Ich muss hier persönlich schon mal sagen, ja, deswegen kommt es dann eventuell auch so ein bisschen in meine Meinung rein. Eisbonbon, ja, Digga, kann man mal rauchen. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan. Ja, vielleicht mischen habe ich noch nie gemacht. Ich mag das einfach nicht so auf Dauer. Aber wir schauen mal. Hier haben wir nochmal ganz kurz den Schnitt. Ich werde dann auch... Bruder, bleibt mal hier drin. Ich werde dann auch vielleicht noch ein kurzes Pörnchen für euch abdrehen. Meine Fresse, Alter. Jetzt ist mein ganzer Tisch hier versaut wieder. Ich raff's nicht, Junge. Was ist denn heute für ein Tag, Alter? Also, Leute, hier könnt ihr den Schnitt sehen. Das Ganze sieht relativ trocken aus. Wenn ich aber gleich einmal umgerührt habe, Freunde, dann sind wir hier wieder auf der entspannten Linie. Ja, auf der entspannten Linie, dass du das Zeug hier nicht anfeuchten brauchst, mein Freund. Ja, und das brauchst du auch nicht. Ja, ready to smoke das Ganze. Und 200 Gramm waren 17,90 €. 17,90 €, mein Bruder. Dann habt ihr hier nochmal den El Schnittos. Ja, sehr gut. Also, wir rauchen das Ganze heute im Tonkopf. Das kann ich euch auch noch schnell zeigen. Da sind wir mal nicht so, Freunde. Machen wir heute gleich hier alles am Tisch. Ja, hallo, alles klar? Normaler Tonkopf mit Sieb, wo ich den Tabak jetzt erstmal rausmachen werde. Ja, wir können ja zwischendurch, ja, wir müssen ja nicht immer so eine Standard-Reihenfolge haben hier. Hallo, Kopfbau, tschüss. Sondern wir riechen zwischendurch einfach mal rein, ne? Ja, Bruder, wenn das nicht Eisbonbon ist, dann heiße ich Peter Lustig. Das süßlich halt so ein bisschen ist echt ganz angenehm. Ja, Punkt. Eisbonbon, ja. Eisbonbon, sein Daddy. Zum Glück nicht so extrem viel Eismentholzeug, sondern eher so ein bisschen, naja, wenn ich jetzt Blaubeere sage, würde ich lügen, aber ihr wisst ja halt, dieses blaue Eisbonbon. Ja, braucht man nicht viel zu sagen. So, wir befüllen das Ganze. Das mache ich, ja, diesmal mit den Händen. Komm, ist kein Problem. Ja, ich greife hier einfach rein. Soll ich euch das zeigen, wie ich dieses kleine Sieb befülle, Freunde? Das, also, mittlerweile sollte das so alt sein, dass ich das nicht mehr zeigen brauche. Ja? Und ein Sieb zu befüllen ist, glaube ich, jetzt nicht schwer. Deswegen seht ihr meine Fresse die ganze Zeit. Ich zeige euch das gleich, ne, wie ich das gemacht habe hier. Und dann... 3 Kohlen drauf, Freunde. Feuer. Ja, einfach feuerfrei. Keine Schwierigkeit hier mal so ein kleines Tonköpfchen zu bauen. Übung macht den Meister, Freunde. Versucht ein bisschen, probiert rum, guckt euch meine Videos an oder die vom Döllet. Ja, ich meine, es gibt so viele Videos auf YouTube, da musst du jetzt nicht noch mal eins machen. Ja? Also hier ganz normal, oh, das wird jetzt schwer. Ganz normal, zack, das Sieb befüllt. Dann kommt sie in den Tonkopf rein. Dann kommt, ich muss erstmal die Pfeife oben noch sauber machen. Dann kommt der Kamin drauf. Digga, was ist mit meiner Stimme ab und zu mal los? Ja, Junge. Und, dann würde ich sagen, ich wasche mir jetzt erstmal meine Hände. Bis gleich. Boots. So, Freunde, und somit willkommen zurück.
Ich musste die Pfeife jetzt runterstellen, ihr seht das nicht, dadurch, dass das Fenster hier, da kommt zu viel Licht rein. Der Kamin brennt wie die Hölle. Ja, hätte ich jetzt die Pfeife wieder hier oben stehen lassen, wäre der Kumpel da oben gleich wieder angegangen. Ich habe hier ein bisschen Mucke gehört, ein bisschen am Handy gezockt und auf einmal gucke ich hier rüber und das Ding völlig am Brennen hier. Ja. Und es zieht alles hier hoch, das sehe ich, das wird jetzt bestimmt gleich rübergehen und eventuell geht der Kumpel wieder an. Aber ist ja auch egal, wenn er angeht, mache ich ihn halt wieder aus und wenn er wieder angeht, mache ich ihn halt wieder aus. Ja, Eisbomb. Polster, meine lieben Freunde. Wie gesagt, der Geruch ist 1:1 Eisbonbon. Ja, da gibt es nichts zu sagen. Ansonsten, Törnchen habt ihr gesehen. Ja, Setup, Diamond, Tuka, Tonkopf, Dings habt ihr auch schon gesehen. Tomke Kotscher, C26. Jo, und wir kommen mal zum Rauch. Ganz raucht sehr gut, ja. Holster überzeugt hier. Und auch von der Hitzeverträglichkeit muss ich sagen, wirklich ein guter Tabak. Ja. Also ich habe den, glaube ich, noch nicht zum Verbrennen geschafft. Manchmal gehe ich gerne so ans Limit, dass ich sage, okay, Digga, ich gebe dir jetzt so viel Hitze, jetzt wird das safe in den nächsten paar Zügen verbrennen. Und ihr merkt dann, es wird sehr intensiv und es wird so ein bisschen kohlig verbrannt. Ja. Irgendwann seid ihr an dem Punkt, wo ihr merkt, alles klar, das war jetzt zu viel. Aber hier muss ich sagen, der hält wirklich gut durch. Ja, wir kommen mal zu dieser Eisnote. Also ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, dass die Eisnote nicht euch komplett den Hals zerwichst. So, muss ich mal so krass sagen. Ja, es gab die ein oder andere Eisbonbon-Note, die gut war, aber die so kalt war. Wenn ihr gezogen habt, habt ihr gemerkt, so, das war so kalt, das war schon wieder nicht so cool. Ja? Also Minze und Eis, Freunde, ihr wisst Bescheid, da bin ich dabei. Aber wenn es zu viel ist, ist es halt auch auf Dauer echt nicht cool, wenn euer kompletter Hals komplett kalt wird und ihr schmeckt eigentlich gar nicht mehr das Fruchtige raus. Ja? Hier bei dem Eisbonbon ist jetzt halt noch eine süßliche Eisbonbon-Note dazu. Und wie gesagt, sehr gut getroffen von kalt und nicht zu kalt. Geht kurz bis über den Kehlkopf. Ja? Finde ich sehr angenehm. Und die süßliche Bonbon-Note, sage ich mal, ist auch gut getroffen. Ich habe jetzt hier, kann natürlich sein, dass ich hätte nochmal umrühren müssen oder so. Ich habe eine minimale Grundtabaknote hier drin, was mich jetzt nicht stört. Ja? Ich meine, das kenne ich von den Black-Sorten und sowas, wo du den Grundtabak noch ein bisschen rausschmeckst. Finde ich persönlich gut, ja. Da muss man jetzt aber drauf stehen. Ein Anfänger würde ich hier sagen, Digga, der ist ein bisschen lasch und man schmeckt Tabak raus. Na? Da gibt es jetzt auch wieder zwei Sorten von Rauchern, die sagen, ich find's geil. Ja? Und die anderen dann sagen, okay, ich lasse den vielleicht noch mal eine Woche stehen, rühre noch ein bisschen um, vielleicht muss er noch einziehen oder so. Wenn das so sein soll, cool. Wenn es nicht so ist, dann ist es überhaupt gar nicht meins. Das müsst ihr im Endeffekt für euch selber entscheiden. Ich finde ihn aber gut. Ja? Ein guter Eisbonbon. Kann man auf jeden Fall mal probieren, wer auf Eisbonbon halt steht. Ja? Das muss man ja auch immer sagen. Ich persönlich bin jetzt keiner, der sagt, Bruder, Eisbonbon jeden Tag, ja, jetzt gerade in der Winter-Alaska-Zeit hier, Bruder, draußen ist ultra kalt, da gebe ich mir noch schön Eisbonbon den ganzen Tag, schmier mich damit noch ein, ja, futter das nebenbei noch ein bisschen so wie kleine Nüsse, wenn ich einen Film gucke oder so. Das ist es nicht, aber er ist jetzt auch nicht much. Ja. Deswegen, wer den mal probieren will, zieht es euch auf jeden Fall rein. Wenn ihr schon mal bei eurem Shop des Vertrauens seid und Eisbonbon seht, vielleicht haben die gerade ein Köpfchen laufen oder so, fragt danach. Ansonsten nehmt euch ein Döschen mit, probiert es einfach mal. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare unten rein, wie euch Holster schmeckt, falls ihr noch oder schon andere Sorten probiert habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder. Was kommt denn da Geiles? Da lassen wir erstmal was einfallen. Wir am Anfang der Woche, Freunde, ich drehe ein bisschen was vor. In diesem Sinne, Zug auf euch, ich wünsche euch einen guten Rauch. Hashtag einer geht noch, ein Abo und ein Like nicht vergessen und wir sehen uns die Tage wieder. Haut rein, euer Schmidi. Peace.